Physikalisch grüßen, wir sprechen eine gemeinsame Sprache. Wir müssen uns auf etwas einigen. Lässt sich dann alles nochmal nachschauen im Internet, aber das habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ich irgendetwas beschreiben will, ich mache das mal so. Ich sage mal, hier habe ich so ein olles Gewichtchen und da steht was drauf. Ja, 5. Dann könnte man denken, ja, 5, 5. Schön. 5. Was hilft uns die 5 alleine? Gar nichts. Wenn wir nicht wissen, was dahinter steht, was also um das Ding rum ist, ne, hier steht 5 Kilogramm drauf. Früher maß man mal Massen in Pfund. Das ist aber was anderes, das wären dann 10 Pfund. Na gut. Ich schreibe eine andere Zahl und sage einfach 10. Worum geht es jetzt? 10 Euro? 10. Hühnereier? 10. Kilogramm? 10 Gramm? Wir müssen uns einigen. Physikalische Größen haben ein gemeinsames Merkmal, und zwar ein numerisches oder quantitatives numerisches Merkmal und ein qualitatives Merkmal. Also Beispiel 5 und hier steht Kilogramm. Dann sagt dieses hier, das ist die Qualität. Was ist es denn? Worum geht es denn? Qualitativ. Das hier ist das, worum es geht. Denn 10 als Numerus, einfach als Zahl, sagt mir nicht, worum es geht. Das könnten 10 Euro, das könnten auch 10 Autos sein. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich angewöhnen, Folgendes zu machen, denn damit kann man auch rechnen. 8 mal 5 Kilogramm bedeutet 8 mal solche Gewichte. Ist nun mal nicht 40 alleine, sondern 40 Kilogramm. Erst dann ist die ganze Sache perfekt. Eine physikalische Größe wird immer durch eine Zahl und durch die Maßeinheit bestimmt. Das ist wichtig. Hier gab es eine Frage. So, das dazu. Eine andere Sache, ich greife mal schon vor, wir werden es auch mit Kräften beschäftigen. F, da kann man sich merken, Force, aber da kommen wir später drauf, ist M mal A. So, um eine Kraft zu berechnen, brauche ich so eine Formel. Diese Kraft, Force, ne, Englisch kann man sich das schön merken, ist also zum Beispiel 5 Kilogramm. Und dann mal, und jetzt sage ich einfach mal 10 Meter pro Quadratsekunde. Ich kann den Bruchstrich auch ganz runterziehen. Das bedeutet also, in Zahlen ausgerechnet, ist klar, 5 mal 10 ist 50. Und jetzt kommt Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Wenn ich das nicht hinschreibe, weiß keiner, was mit den 50 gemeint ist. Logisch? Das ist ein bisschen mehr Schreiberei, jetzt zu Anfang, wie es manche vielleicht gewöhnt sind, aber es lohnt sich. Es lohnt sich insofern, ich zeige euch dann später Zaubereien, die man damit machen kann. Wir werden sehr viel auch hier mit Mathe uns beschäftigen müssen. Aber dazu gehört, diese gemeinsame Sprache zu sprechen. Noch was, gemeinsame Sprache, sagte ich schon vorhin, ist auch, dass ihr solche Begriffe lernt. Zum Beispiel das Wort Volumen. Volumen heißt Rauminhalt. Volumen unter Deutschen wäre vielleicht gar nicht nötig, aber wir unterhalten uns mittlerweile international. Und dann heißt es auf Englisch Volume. Und wenn wir es geschrieben stehen, sehen, dann wissen wir, die Engländer, die meinen wahrscheinlich auch das Volumen. Das sind unsere gemeinsamen Anhaltspunkte, womit sich Wissenschaftler dann unterhalten. Das müssen wir uns immer klar machen. Und die Formel, die ist eigentlich ganz leicht. V ist. Und jetzt, ich sage einfach Grundfläche mal Körperhöhe. An diesem Beispiel erklärt, es könnte zum Beispiel ein Zylinder dastehen. Wir wollen das Volumen des Zylinders haben. Das ist die Körperhöhe. Und das hier unten drin ist die Grundfläche. Da die genauso groß ist wie die Deckfläche, kann ich sie oben auch nochmal drauf malen. Und wenn ich weiß, wie ich die Grundfläche zu berechnen habe, dann kann ich auch das Volumen berechnen und so weiter und so fort. Das sind also solche Dinge, die brauchen wir. Noch was. Wir müssen uns auch mit solchen Abkürzungen auskennen. Die Entfernung von hier bis zum Mond, von der Erde bis zum Mond, also nehmen wir diese Strecke, E zu M, das ist ein Index hier. Wenn ich E zu M ranschreibe, ich könnte da auch Kuckuck zu Widerhof ranschreiben, das geht auch, ne? Das bezeichnet mir mein S genauer. Ist, und jetzt mache ich übertreibe mal. Meter. Jetzt wird es verrückt. Guck mal, 380, dann kommen 380 Millionen Meter. Oh.
Machen wir es mal leichter. Wir schreiben es mal so. 380.000, das hört sich schon besser an. Kilometer. Das geht besser. Wir haben eine Abkürzung eingefügt, die uns drei Nullen schon mal schnell in Kilo. Drei Nullen einfach mit einer Abkürzung Kilo schon mal zusammenfasst. Genauso könnte man sagen, wir nehmen uns mal ein Lineal, das sei einen Meter lang. Wenn ich dieses Lineal hier, so ein Schullineal, schnappe und mich interessiert aber eigentlich was ganz anderes, und zwar dieser Bereich, weil ich nämlich hier nur ganz kleine Abstände messen will, dann wäre ich ja doof, wenn ich jedes Mal sage, so ein kleiner Abstand hier zum Beispiel wären 0,002 Meter. Umständlich, ne? Was sagt man dazu? Man sagt 2 Millimeter. Mit solchen Dingen, da müssen wir uns auskennen. Bei Flächen, bei Volumina, bei allen solchen Dingen. Die erste wichtige Größe, mit der wir uns beschäftigen, und das wird gar nicht so lange dauern, ist die Längeneinheit, das Meter. Und dieses Meter wird praktischerweise im täglichen Sprachgebrauch mit Millimeter, Zentimeter, Kilometer oder sonst was, weniger mit Dekametern als eigentlich nicht, aber mit solchen Abkürzungen versehen, damit man nicht so viele Nullen schreibt oder so viele Kommastellen hat oder nicht so umständlich und blöde sprechen muss. Das ist der ganze Hintergrund. Deswegen gibt es den Quatsch. Aber jetzt, ich mache jetzt gleich mal eine Pause. So, wir haben uns jetzt ganz kurz mal mit solchen teilweise griechischen, aber vor allem römischen Zusammenhängen beschäftigt, die sich mit solchen Abkürzungen beschäftigt. Auch noch eine Abkürzung. Wenn ich schreibe Zentimeter, da steckt das Wort Centi drin. Ein Centurio hat 100 Leute angeführt. Ein Cent ist der hundertste Teil von einem Euro, von einem Dollar und so weiter. Also muss ein Zentimeter der hundertste Teil eines Meters sein. Oder ein Millimeter, da steckt das Wort Mille drin. Mille grazie, sagt der Italiener. Das heißt nicht vielen Dank, sondern tausend Dank. Dann muss das wohl der tausendste Teil sein eines Meters. Kilo ist in diesem Fall aber 1 Meter mal 1000, das hat man geklärt. Jetzt noch schnell zu solchen Dingen, damit wir uns überhaupt später mit Dichte und solchen Sachen beschäftigen können. Das funktioniert hier auch, aber man macht es relativ wenig mit Gramm. Ein Milligramm hat demzufolge wie viel Gramm? Ja, es ist nur ein Tausendstel eines Gramms. Das hat nicht Gramm. Aber ein Kilogramm, das hat wieder 1000 Gramm. Das sind aber die Abkürzungen, wie gesagt. Das hatten wir eben gemacht. Wir brauchen dann später für das Wort Dichte, da kommen wir dann später drauf, brauchen wir vor allem Volumen. Volumen und Massen. Volume. Stellt euch mal einen Würfel vor und der Würfel, der hat zufälligerweise genau einen Meter Kantenlänge. Ein Meter, hier einen Meter, hier einen Meter. Wenn ich das Volumen dieses Würfels ausrechnen will, sage ich 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Dürfte nichts Neues sein. Wenn ich aber sage 1 Meter, wie viel Zehntelmeter, Dezimeter, na, dann kann ich das auch so machen. 1 Meter sind 10 Dezimeter. Hier auch, hier auch. Und diese 10 Dezimeter, die kann ich auch statt 1 Meter hinschreiben. 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter. Und wenn ich das mache, dann weiß ich auch, warum die Umrechnungseinheit 1000 ist. Von Meter auf Dezimeter kann ich sagen, 10 mal 10 mal 10, 3 Nullen, ist 1000. Daher kommt das auch, dass ich sage, ein Kubikmeter hat 1000 Kubikdezimeter. Peng. Noch eine kleine Konvention, also noch wieder eine Vereinbarung zwischen uns, muss noch sein, wenn wir bei Volumen sind, werden wir öfter praktischerweise, das kommt auch aus der Geschichte, das Wort hören, Liter. Und ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Das bloß mal ganz schnell nebenbei. Wenn wir Liter hören, ist Kubikdezimeter gemeint. Liter nimmt man gerne bei Flüssigkeiten und Gasen, einfach von der Geschichte heraus. Man macht es halt so, okay, dann machen wir es eben auch so. Kann man sich aber dran gewöhnen. Machen wir nochmal Pause, um was zu klären. Ganz schnell für die, die zu Hause üben wollen oder müssen. Bloß mal schnell Übung zu Volumina zum Umrechnen. Da muss man sich wirklich ganz sicher sein. Wir wissen, von der größeren zur kleineren, nächstkleineren Maßeinheit ist es ein Tausender-Schritt. Also hier ein bisschen aufpassen.
Gut, ich mache eine Pause, ihr macht zu Hause auch Pause, wir lösen das danach auf. So, zu den Ergebnissen. Um vom Meter zu Millimeter zu kommen, muss ich mir klar werden, der erste Schritt ist zu Dezimeter, das sind 1000. Dann zu Zentimeter nochmal 1000 und dann zu Millimeter nochmal 1000. Das heißt, ich schreibe eine 1 und jetzt, das waren die Kubikdezimeter, nochmal 3 Nullen, Kubikzentimeter und nochmal 3 Nullen, Kubikmillimeter. Bis dahin Fragen? Nächste Ding, 4,2 Kubikdezimeter zu Kubikzentimetern. Haben wir Glück, das ist nicht schlimm, das ist gleich der nächste Schritt. Ich muss also bloß hier mal 1000 nehmen. Das müssen demzufolge, und jetzt kommt ein Vorteil, ich mache mal einen Überschlag. Rund 4 mal 1000 sind 4000, also muss ich auch kein Komma setzen. 4200 Kubikzentimeter. Fragen? Das nächste. Ich habe hier 0,3 Kubikmeter und möchte, zum Glück in die nächste bessere Einheit. 0,3 mal 1000 sind 300. 50 Kubikdezimeter, jetzt geht es umgekehrt in Kubikmeter. Ich weiß, jetzt muss ich sagen, das sind Tausendstelteile von Kubikmeter. Wie macht man das? An der Stelle gab es eine Schwierigkeit. Wir mussten Folgendes klären und das gilt zu Hause mal, gilt es zu durchdenken. Ein Kilometer sind 1000 Meter, ist kein Problem. Meter ist ein Tausendstel Meter. Ein Zentimeter ist ein Zehntel Dezimeter, das hatten wir vorhin geklärt. Wenn ich aber ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel mal nehme, muss ich sagen, ein Kubikzentimeter ist ein Tausendstel Kubikdezimeter. Jetzt zu unserer Umrechnung. 50 Kubikdezimeter sind 50 mal ein Tausendstel oder 50.000stel Kubikmeter. Und 500stel hat zwei Kommastellen, weil zwei Nullen da sind, sind demzufolge 0,05. Jetzt schreibe ich es schnell in Blau weiter. 4 Zentiliter, Zenti ist immer der 100. Teil, Centurio, Cent und so weiter. Also muss ich sagen, das ist 0,04 Zenti, 100stel, 100stel hat zwei Nullen, Liter. Es gilt zu üben. Schreibt euch solche Beispiele selber hin, guckt euch, da gibt es so viel. Guckt euch meinetwegen auch nochmal die Hefte der alten Klassen an, da hat man es ja auch. Das Ganze funktioniert auch mit Flächen, bloß die wären im Moment jetzt für uns nicht ganz so interessant. Da erinnere ich an Folgendes, wenn ich sage, Moment, ein Zehntel Meter wäre ein Dezimeter mal ein Zehntel Meter, also wieder ein Dezimeter. Ich kann auch schreiben, ein Dezimeter mal ein Dezimeter. Dann müsste mir klar werden, dass ich bei Flächen, da habe ich nur zwei Dimensionen, dass ich demzufolge eine Hundertstel oder Hunderter Umrechnungszahl habe. Gut, Damen und Herren, schöne Pause.